Hallo Leute, Asian Gaming Dude hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und zwar spiele ich anlässlich der kürzlich veröffentlichten Trailer für die Generation 4 Remakes auf der Switch Pokémon Diamant. Aber wir spielen nicht die reguläre Version von Pokémon Diamant, sondern wir spielen Pokémon Diamant Randomizer. Ein Randomizer, für alle, die es nicht wissen von euch, ist ein Programm, welches bestimmte Aspekte von einem Pokémon-Spiel hernimmt und diese randomisiert, das heißt, sie verändert und zufallsbasiert gestaltet. Dazu zählen unter anderem die Pokémon, die man in der Wildnis findet, Pokémon, die man bekommt, also Starter-Pokémon zum Beispiel oder Pokémon, die man geschenkt bekommt, Pokémon, die Trainer nutzen, die Fähigkeiten von Pokémon und weitere Sachen. Die ganzen Änderungen, die in diesem Projekt von mir mithilfe des Randomizers gemacht worden sind, findet ihr alle unter jedem Video in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann nochmal für euch in Ruhe nachlesen, welche Änderungen ich durchgeführt habe. So. Wir werden uns hier jetzt erstmal entscheiden, wer unser Charakter ist. Ich bin ein Junge, ja genau. Ich verrate dir auch meinen Namen. Ich bin der Asian Gaming Dude. So. Du bist also Asian Gaming Dude. Ja, das bin ich. Sehr schön, du bist also Asian Gaming Dude. Das hast du mir schon mal gefragt. Seniler alter Professor. Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Ja, das ist mein Freund. Oder besser gesagt, mein Erzrivale. Und dieser Erzrivale trägt den Namen... Ponky. Ponky wird jetzt wahrscheinlich euch allen oder fast allen nichts sagen. Das ist der Kanal von meinem besten Freund. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr bei seinem Kanal vorbeischauen könntet. Der hat da eine echt coole Animation, die er selber kreiert hat, auf dem Kanal oben. Ich finde, die ist echt cool und das sage ich jetzt nicht nur, weil er mein Freund ist, sondern weil ich sie wirklich cool finde. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch mal dort vorbeischaut und euch die Animation reinzieht. Er hat auch vor, in nächster Zeit mal YouTube-Videos zu machen, also ja, schaut doch gerne bei seinem Kanal vorbei. Aber egal, jetzt zurück zur Geschichte. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren, da bin ich mir sicher. Genug geredet, die Welt der Pokémon wartet. Ja, in der Tat, genug gewartet, es geht los. Da werde ich runtergeschrumpft. Aber ich wollte doch groß bleiben. Wenn ich nicht 1,80 Meter bin, dann akzeptieren mich die Menschen nicht. Was ist das denn hier? Trotz angestrengtester Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, mit eigentümlichen Farben versehene Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados ist bisher nicht vor dem entmutigten Team aufgetaucht. Ja, ihr seid im falschen Gebiet. Ihr müsst es in Johto probieren. Da ist das rote Gyarados. Bei uns in Sinnoh, da ist nichts. Da ist nur ein fetter Berg in der Mitte, der das Gebiet in zwei Hälften teilt. Ja, diese Wissenschaftler kennen sich so gut aus und dann können sie nicht mal auf irgendeine Weltkarte schauen, ne? So, geht das jetzt noch weiter? Okay, ich muss das einfach nur wegklicken. Und damit beenden wir unsere Berichterstattung über... Alter, ich glaube, die erste Sache, die ich jetzt machen werde, ist die Textgeschwindigkeit hochstellen. Wenn ich die Textgeschwindigkeit so lasse, dann sterbe ich ja, bevor der erste Part vorbei ist, weil ich einfach 10 Minuten für einen Text warte. So, Textgeschwindigkeit umgestellt, erster Punkt erledigt. Zweiter Punkt, auf dem eigenen PC schauen, ob man da was hat. Grundwissen über Pokémon, Menschen, bla 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 bla. Ja, okay, nichts. Schade, in den alten Spielen war da zumindest immer ein Trank oder so drin im eigenen PC, aber nein, das Spiel will ja geizig sein. So, was steht hier? Der X-Knopf öffnet das Menü. Ja, das habe ich auch immer als Poster direkt beim Eingang meines Zimmers stehen. Ich habe auch ein Poster, wo steht, Essen sollte über den Mund gegessen werden. Ja, so, dann gehen wir mal runter hier. Hallihallo, Mami. Was ist denn los? Hey, Gaming Dude. Ponky war vor kurzem hier und hat dich gesucht. Ich weiß nicht, was er damit meint, aber er sagte, es gäbe einen Notfall. Oh oh, was ist denn hier los bitte? Ein Notfall? Da müssen wir doch gleich einmal nachschauen, was los ist. Ich habe gesagt, wir gehen gleich mal nachschauen. Asian Gaming Dude, geh nicht ins hohe Gras. Weder Pokémon können dich angreifen, wenn du durch hohes Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber ja, ne? Das wäre echt cool, wenn ich mich auch ein bisschen außerhalb meines Dorfes bewegen könnte, aber nein, ich werde hier limitiert. Einfach weil, sobald ich hier ein paar Schritte weiter rausgehe... Okay, der Typ lässt mich anscheinend nicht. Aua, was soll das denn? Ja! Ich wusste nicht, dass er ein Karatekämpfer ist. Asian Gaming Dude, Ponky hat dich gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum gehst du nicht zu ihm? Und woher weißt du das bitte? Okay, bist du ein Stalker?
stehst eh so nah am Haus, das heißt, du könntest echt ein Stalker sein. Aber nein, was ich sagen wollte, ja, in jedem Pokémon-Spiel ist es so, dass das Anfangsdorf von wildem Gras umgeben, von wildem Gras, genau. Oh nein, wildes Gras ist aufgetaucht. Nein, von hohem Gras umgeben ist, wo wilde Pokémon auftauchen. Das heißt, in jedem Pokémon-Spiel sind der Protagonist sowie alle anderen Einwohner des Dorfes gefangen in ihrem Dorf. Ohne Stromversorgung, ohne Essen. Das ist die düstere Wahrheit von Pokémon. So, was will ein Ponky hier? Was, wie? Oh, hey, Asian Gaming Dude. Hey, ich gehe zum See. Und du auch. Und beeil dich. Also, Asian Gaming Dude, ich stelle dir 1 Million Pokédollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Hä? Okay, doch nicht? Hast doch keinen Bock bekommen? Kannst nicht schwimmen oder was? Ah, hab es vergessen. Okay, deine Schwimmflügel? Ja, dann schauen wir doch mal rein. Hallo, Mutter von Ponky. Oh, hi, Asian Gaming Dude. Du suchst bestimmt Ponky. Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Der Junge kann einfach nicht stillsitzen. Was er jetzt wohl wieder vorhat? Ja, das werden wir doch gleich mal sehen. Wir gehen mal hoch. Was machst du denn? Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Hallo. Oh hey, Asian Gaming Dude. Wir gehen zum See. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Pokédollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Meine Fresse, chill mal, ganz ruhig. Muss doch nicht alles so stressig angehen. Was hast du überhaupt auf dem PC nachgeschaut? Regel Nummer 1 für Abenteurer. Öffne das Menü mit dem X-Knopf. Regel Nummer 2. Speichere den Fortschritt mit Sichern. Mehr steht da nicht. Ja, okay. Von mir aus. Na gut, dann gehen wir mal zum See, so wie es Ponky möchte. Auf geht's. Und während wir hier den Weg zum See angehen, möchte ich auch noch auf ein paar kleine Regeln eingehen, die in diesem Projekt gelten werden. Und zwar werde ich eine Abwandlung der Nuzlocke-Challenge machen. Hey, du hast doch auch Nachrichten im Fernsehen gesehen, ja? Du weißt schon, Suche nach dem roten Gyarados, das geheimnisvolle Auftauchen eines wütenden Pokémon an einem See, das hat mir doch zu denken gegeben. Ich wette mit dir, bei uns im See lebt bestimmt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen das Pokémon. Okay, wie du meinst, aber meine Frage an dich, was passiert denn oder was machen wir, wenn tatsächlich ein rotes Gyarados auftaucht? Werden wir es mit Worten bekämpfen? Na egal. So, wir machen uns zum See und währenddessen werde ich meinen Gedanken zu Ende bringen. Also, dieses Projekt wird eine Abwandlung der Nuzlocke Challenge beinhalten. Und zwar genauso wie bei der Nuzlocke Challenge. Ach Gott, ich will schon wieder was reden. Okay, dann red zu Ende. Haha, auf zum See. Holen wir uns ein rotes Gyarados. Genauso wie bei der Nuzlocke Challenge darf ich nur das erste Pokémon fangen, dem ich begegne. Und jedes Pokémon, das besiegt worden ist, gilt als gestorben und ich darf es nicht mehr nutzen. Was geht hier vor? Das sind der Professor und wer auch immer die andere Person ist. Professor, auf der anderen Seite gibt es auch nichts Außergewöhnliches. Ich muss mich wohl geirrt haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als zuvor, aber egal, immerhin haben wir den See gesehen. Lucia, wir gehen. Okay. Professor, wie gefällt es Ihnen, wieder in Sinnoh zu sein? Nach 4 Jahren muss es sicher sehr aufregend für Sie sein. Eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Das Land ist wie geschaffen für unsere Studien. Kann ich mir Sie haben Ihre Tasche vergessen. Tasche. Hallo, Tasche. Tasche. Verzeihung, dürfen wir mal durch? Okay, wer zu dämlich ist, um meinen Tipp zu folgen, der hat es nicht verdient, seine Tasche wiederzubekommen. Verzeihung, wir haben es eilig. Ja, okay. Und wir haben es auch eilig zu eurer Tasche. Ich hoffe, ihr habt Geld und McDonald's Happy Meals mit Pokémon-Karten drin. Das wäre cool. Was sollte das denn? Diese zwei. Hä? Asian Gaming Dude, sehen wir uns das mal an. Was meinst du? Nicht ins hohe Gras gehen? Ach was, das ist doch kein Problem. Wir werden nicht lang genug im Gras bleiben, um wilde Pokémon anzulocken. Okay, wie du meinst. Das ist eine Tasche? Diese Leute haben sie hier vergessen. Was sollten wir damit machen? Wir nehmen das Wichtige raus und geben das Unwichtige wieder zurück. Und dann sagen wir denen, dass wir ihnen die Tasche zurückgebracht haben, aber der wichtige Inhalt ist seit aus Versehen in den See gefallen. Wir können sie ihnen zurückbringen, aber wer waren die? Ich habe gehört, wie einer von denen Professor gesagt hat. Oh nein! Nein, Staralidi greifen uns an, wie unerwartet! Wie kann das sein? Wow, Pokémon? Was ist...
Okay, und jetzt bin ich gespannt, weil das ist schon der erste Aspekt, der vom Randomizer verändert worden ist. Und zwar die Starter-Pokémon. Wir haben jetzt nicht, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht Chelast, Plinfa und Panflam vor uns, sondern drei neue zufallsgenerierte Pokémon. Ich bin sehr gespannt, welche wir jetzt vor uns haben, vor denen wir uns eins aussuchen dürfen. Wir haben Illavoytig, Donnerkeil Illavoytig. Ignoriert die Sprites. Ich habe es leider nicht geschafft, die Sprites anzupassen. Also der Randomizer hat zwar verändert, welche Pokémon in den drei Pokébällen drinstecken, aber leider nicht die Sprites. Also Illavoytig. Dann Eisenklaue Metang. Das ist auch cool. Vor allem das entwickelt sich zum Metagross. Das wäre auch cool. Was ist das dritte? Das muss ja schon extrem gut sein, um die beiden zu übertrumpfen. Alter! Fucking Palkia! Ja, okay, gut. Dann nehmen wir mal Palkia. Ich würde mal sagen, Spiel durchge... Ja, wobei, nein, wir spielen ja Pokémon Diamant, da ist die Alga das legendäre Pokémon. Ja, dann haben wir halt Pokémon Perl bereits durchgespielt. Also, dann Pokémon Perl Let's Play für die Zukunft oder in der Zukunft bereits beendet. Okay, sehr schön. Palkia, ja, cool. Dann würde ich mal sagen, es kann übrigens Feuer-Odem und Grimasse. Wir schießen einmal Feuer-Odem in das Gesicht von Staralili und bringen es absolut um. Und es ist auch tot. Tschüss. Das wurde absolut geroastet. Das Ding ist nichts mehr als ein Grillhändel. So, das war doch cool. Ah ja, und das ist auch noch eine andere Sache, die bei dem Randomizer leider etwas problematisch ist. Es sind ein paar Textpassagen auf Englisch. Ich weiß nicht warum, weil die ROM, die ich nutze, die legitime Kopie, die ich hier habe, die ist auf Deutsch, aber durch den Randomizer sind einige Passagen auf Englisch. Nicht allzu viele, ich hab die ROM bereits angespielt, um zu schauen, ob der Randomizer funktioniert, aber ein paar Passagen sind leider auf Englisch. Tut mir leid dafür. Boah, deine Pokémon haben total gerockt. Aber meine waren natürlich viel stärker als deine. Die Pokémon haben allerdings anderen gehört. Aber wir mussten sie nutzen. Sie werden schon nichts sagen, oder? Oh oh, und da wurden wir auch direkt auf frischer Tat ertappt. Oh, da ist ja die Tasche. Der Professor wäre ganz schön wütend, hätte ich sie verloren. Oh shit, sie hat das realisiert. Das ist der Blick. Das ist der Blick von einer enttäuschten Mutter. Oder in dem Fall von einer enttäuschten Freundin? Keine Ahnung. Hä? Oh, nein. Habt ihr die Pokémon hier rausgenommen? Wirklich? Ach du meine Güte, was wird der Professor dazu sagen? Der hat die letzten 4 Jahre damit verbracht, dieses Palkia auf Level 5 zu züchten. Und jetzt ist es deins. What the fuck? Das ist ganz und gar nicht gut. Ich nehme die Tasche lieber mit. Okay, Entschuldigung. Aber das Palkia darf ich schon behalten, oder? Beziehungsweise ist es mir egal, ob ich es behalten darf oder nicht. Jetzt ist es schon meins. Was sollte das denn jetzt? Keine Ahnung, was da los ist, Asian Gaming Dude, aber lass uns gehen. Mein Pokémon wurde bei dem Kampf verletzt. Wenn wir nochmal angegriffen werden, dann könnten wir Probleme bekommen. Okay, gehen wir. Beziehungsweise habe ich keine Wahl. Du hältst mich an der Hand anscheinend. Lass uns gehen. Wir müssen diese Pokémon zurückbringen. Sie gehören uns nicht. Aber trotzdem, ich würde zu gerne mehr Zeit mit meinen Pokémon verbringen. Ja, leider kann man nichts machen. Da müssen wir wohl einfach zurückgehen. Auf jeden Fall, ja, ich bin ja ganz abgekommen von meinen eigentlichen Gedanken. So, nein, ich will jetzt meinen Gedanken zu Ende bringen. Dann rede ich mit euch. So, also, dieses Projekt wird Aspekte der Nuzlocke beinhalten. Habe ja schon gesagt, in jedem neuen Gebiet. Dazu zählen Routen, Höhlen, Städte. Darf ich nur jedes Pokémon nutzen, welchem ich als erstes begegne. Und Pokémon, die besiegt worden sind, gelten als tot. Ich darf sie nicht mehr weiterverwenden. Die Abwandlung, die ich diesbezüglich getan habe, ist, dass ich nicht das erste Pokémon, was ich sehe, beim ersten Versuch fangen muss. Also sagen wir mal, auf der Route 201 hier begegne ich als erstes Pokémon ein Dialga, weil ich habe so awesome Glück. Und ich fange das Dialga nicht beim ersten Versuch, es flüchtet, ich bringe es um oder so weiter. Dann darf ich auf der Route so lange weiter probieren, das Dialga zu fangen, bis ich es habe. Die Abwandlung habe ich deswegen eingepackt, weil das meine erste Erfahrung mit irgendeiner Art von Modifizierung von einem Pokémon-Spiel ist. Davor habe ich nie eine Nuzlocke-Challenge probiert, nie irgendwas anderes. Das heißt, bevor ich da einfach mit dem Kopf voraus jetzt reinspringe in das Wasser, denke ich mir, machen wir mal eine kleine Abwandlung, entschärfen wir mal das.
ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Auch die Projektregeln könnt ihr unter jedem Video in der Videobeschreibung finden. Da könnt ihr euch nochmal in Ruhe durchlesen, was jetzt wirklich Sache ist. So, und was ist jetzt bei uns hier Sache? Ich hoffe, du bringst uns nicht um, Professor. Hey, diese Leute da. Ah, die starren uns an. Lucia hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Darf ich sie mal sehen, bitte? Palkia und Cellost. Okay, anscheinend ist der Randomizer auch nicht in der Lage, die Textpassagen zu ändern. Also, Ponky hat kein Cellost. Er hat das Pokémon bekommen, was anstelle von Cellost da war. Das heißt, er hat ein Elevoltec, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber anscheinend kann der Randomizer das nicht übernehmen. Aber warum ich lache, ist halt einfach, dass wenn er tatsächlich einen Cellost bekommen hätte, dann wäre das halt sowas von unfair. Er kriegt einen Cellost, ein ganz cooles Pokémon, da kann jeder seine Meinung haben. Und ich krieg einfach das legendäre Pokémon Palkia. Naja, egal. So, Palkia und Cellost. Ah ja, so ist das also. Lucia, ich gehe zurück in mein Labor. Komm nicht in den Keller runter. Ich muss ein bisschen ragen. Scheiß Boomer. Ja, Professor, warten Sie auf mich. Ihr solltet mal in unser Labor kommen. Bis später. Und geht nicht runter in den Keller, da wird es sehr verwüstet auch schon. Was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, warum schreit er uns nicht einfach an? Ja, vielleicht ist er halt Asiate, die schreien halt nicht in der Öffentlichkeit, die unterdrücken all ihre Emotionen und wenn die nach Hause kommen, dann schießen diese Emotionen raus wie drei aktive Vulkane. Und wieso will er seine Pokémon nicht zurückhaben? Na, wir haben sie beschmutzt. Asian Gaming Dude, lass uns nach Hause gehen. Kein Bock mehr auf das Ganze hier. So, ja Mama, so sieht's aus. Oh oh, jetzt kommt dieser enttäuschte Mama-Talk. Was gibt es, Schatz? Wow, das hast du alles erlebt? Ich bin so froh, dass es dir und Ponky gut geht. Der Professor, den du erwähnt hast, ist bestimmt Professor Eibe aus Sandgeme. Ich habe gehört, seine Studien zu den Pokémon sind berühmt. Aber er soll auch sehr einschüchternd sein. Ja, das habe ich mitbekommen. Asian Gaming Dude, ich denke, du solltest ihn in Sandgeme besuchen. Du solltest ihm genau erklären, warum du gar keine andere Wahl hattest, als sein Pokémon zu nehmen. Und hab keine Angst, ich bin sicher, er wird dich verstehen. Oder dich umbringen, eins von beiden. Oh, ich habe hier noch etwas für dich. Hier, Asian Gaming Dude, zieh die an. Ich habe die Fähigkeit erlernt zu laufen. Nach Sandgeme zu gehen ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Das ist echt traurig. In die nächste Stadt zu gehen ist bereits ein Abenteuer. Okay, das nenne ich mal ein trauriges Leben. Ich meine, sie hat ja nicht mein eigenes Zimmer. Sie muss in der Küche oder im Wohnzimmer schlafen. Also, ja. Dann, für solche Verhältnisse ist das definitiv bereits ein Abenteuer. Mit diesen Turbo-Tretern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Halte den B-Knopf gedrückt und renne schneller als je zuvor. Ja, so renne ich auch im Real Life. Ich habe immer so einen B-Knopf dabei, den drücke ich und dann kann ich rennen. Zieh deine Turbo-Treter an und gehe neue Abenteuerwege. Na, das ist doch mehr als praktisch. Ja, in der Tat, wir können jetzt laufen. Guckt euch das an, ich bin so richtig flink. Juhu! Mach den Boden dreckig und du kannst ihn dann wischen, weil ich muss keine Hausarbeit erledigen. Die neue Technologie haut mich glatt aus den Latschen. Ich meine, du kannst mit Leuten auf der ganzen Welt spielen und das drahtlos. Ja, nur im Falle von Nintendo ist das Ganze nicht sehr flüssig, weil Nintendo ist super, was Spieleprogrammieren angeht, aber was Online-Struktur angeht, sind sie noch im fucking Mittelalter. Gefühlt teilweise im fucking Mittelalter vor Christus. Also wirklich, Nintendo macht echt coole Spiele, da hat natürlich jeder auch seine Meinung, aber was ist deren Online-Struktur? Also ganz ehrlich, wenn deren Server nicht aus 4 Säcken Kartoffeln aufgebaut sind, dann tut's mir leid für die Server. Weil die einfach wirklich nicht gut sind. Vor langer Zeit bin ich mit meinem Pokémon ebenfalls auf eine Abenteuerreise gegangen. Sie führte mich nur bis in den Nachbarort, aber dennoch. Ja, für Leute wie euch aus diesem Dorf ist das ja ein Abenteuer. Es war eine schöne Zeit. Was? Wie lange hat das dann bitte gedauert? Hast du irgendwie 5 Wochen damit verbracht? Hast du einmal hier kampiert, dann bist du 5 Schritte weitergegangen, hast dir gedacht, boah, das ist genug für heute, hier kampieren wir hier und dann kampierst du wieder hier oder was? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist Route 201. So, wir müssen über diese Route jetzt gehen und kommen dann zum Professor nach Sandgeme. Und wir können direkt auch mal schauen, was für Pokémon wir hier in Route 201 finden. Wir hätten hier mal ein Pandir. Das ist jetzt im Übrigen noch nicht meine Begegnung für diese Route. Warum macht Palkia keinen Ton? Hä? Was ist hier los? Warum macht Palkia keinen Ton? Okay, weird.
Hoffentlich ist das jetzt kein Fehler durch den Randomizer. Ich schau mal, dass ich das gefixt bekomme, aber das ist weird. Egal, es hat es trotzdem gerackt. Wie bei einer normalen Nuzlocke ist es nämlich so, dass die Challenge und auch in dem Fall die Projektregeln erst dann beginnen, wenn man die Möglichkeit hat, Pokémon zu fangen. Das heißt, nachdem man das Fang-Tutorial beendet hat. Das heißt, jetzt kann ich einfach mal so erkunden, was mich denn hier für Pokémon begrüßen. So, was sagt sie? Lässt die Gesundheit des Pokémon nach und damit seine KP, solltest du in ein Pokémon-Center gehen. Danke, sehr wichtige Information. Dann haben wir noch hier Tipps für Trainer. Nur keine Schüchternheit, sprich mit jedem, den du siehst. Dadurch erhältst du viele wichtige Informationen und auch Ratschläge. Und manchmal findest du sehr nette Personen in weißen Vans, wo oben Süßigkeiten draufsteht, die dir gratis Süßigkeiten geben. Das sind die besten Leute. Okay, dann ein Zickzack, ich bin ein bisschen enttäuscht. Das findet man auch so gefühlt in den ersten Routen. Okay, Palkia schreit nicht, was ist los? Habe ich irgendwas... Hä? Habe ich irgendwie generell Geräusche ausgeschalten? Warte mal. Ton, Belegung... Nein, ich glaube nicht. Ich habe nichts ausgeschaltet, oder? Okay, komisch. Ich schaue, dass ich es bis zur nächsten Folge geregelt bekomme. Hi, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass man die Gesundheit eines Pokémon in Kraftpunkten angibt? Ja, das wusste ich. Gehen die KP eines Pokémon auf 0, wird es kampfunfähig. Nehmen die KP eines Pokémon ab, solltest du es mit einem Trank heilen. Hier, ich schenke dir einen Trank, dem nur, der kostet dich nichts. Der wird automatisch in die Medizintasche deines Beutels gelegt. Ich habe einen Trank bekommen. Dankeschön, lieber Mann vom Supermarkt. Alter, okay, falscher Alarm, Leute. Ihr habt euch jetzt sicher wahrscheinlich schon gefragt, hä? Was ist mit dem Trotzel falsch? Ich höre doch Pike ja ganz eindeutig schreien, das ist doch alles in Ordnung. Ja, ich war ein Retard. Ich habe nämlich nur einen von meinen In-Ear-Steckern drin gehabt und der andere In-Ear-Stecker, das war jener, wo die Geräusche der Pokémon rauskommen. Das heißt, ja, ich habe es nicht gehört, weil logischerweise konnte ich es nicht hören. Sorry, falscher Alarm. So, ich habe das nämlich jetzt gerade nachgecheckt. Und ja, wer hätte es gedacht? Wenn man den zweiten Inni-Stecker reinsteckt, dann hört man plötzlich die Pokémon und wie sie schreien. Krass. Okay, Fail des Tages vorbei. Da, guck mal. Wow, Kokowai schreit. Krass. Und wenn jetzt Palkia rauskommt? Hey, der schreit auch. Boah, Alter, wie geht das denn? Aber die Begegnung ist gar nicht mal so schlecht, weil wir können jetzt dieses Kokowai besiegen und... Es wird uns höchstwahrscheinlich eine hohe Menge an EP geben. Ich wollte fast schon KP sagen, nein. Ach man, Palkia, besieg es doch. Na gut, zumindest ist die Hypnose von Kokowai daneben gegangen. Meine Fresse, ich glaube, ich muss was trinken. Hab schon wieder so einen trockenen Mund. Verstehe echt nicht, wie die großen YouTuber es teilweise schaffen, 6 bis 8 Stunden am Stück oder mit einer kurzen Pause dazwischen aufzunehmen. Alter, mein Hals ist jetzt schon so trocken, dass man den gefühlt als... Wüste kategorisieren könnte. Krass. Also, ja. Das kommt sicher mit Erfahrung, aber für mich ist es gerade einfach so ein bisschen schwer, sich vorzustellen. So, diesen Vorsprung kannst du hinunterspringen. So kommst du schneller nach Zweiblattdorf. Ja, danke, aber ich möchte gerade nicht dahin. Ich möchte mein Abenteuer erleben. Hallo, Lucia. Ach, da bist du ja. Bitte, komm mal mit. Der Professor wartet. Okay, ich nutze die Zeit zum Trinken. Ach, sie redet noch mehr. Lass mich doch trinken. Das ist es. Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Hallo, Ponky! Was zum... Oh, du bist das Asian Gaming Dude. Dieser alte Mann. Er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Asian Gaming Dude. Ich mache mich vom Acker. Bis dann! Okay, tschüss, Ponky. Ich wollte eh nie mehr als eine Minute mit dir verbringen. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Ja, das könnte man sagen. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hinein. Okay. Gehen wir hinein. Hallo Professor, erinnern Sie sich an mich? Ich habe Ihnen das Palkia geklaut. Da bist du eigentlich. Du bist Asian Gaming Dude, nicht wahr? Zeig mir doch nochmal dein Pokémon. Was ist das? Dein Pokémon hat sich bereits entwickelt? Was? Nein, hat es sich gar nicht. Hä? Was war der Quatsch? Fein. Dann werde ich dir das Palkia schenken. Achso, hätte es sich nicht entwickelt, hättest du es mir weggenommen und nicht geschlagen, oder wie? Da es nur dir gehört, möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Ja, wir werden ihm einen Spitznamen geben. Und zwar nennen wir ihn Galactus.
den Charakter aus Marvel. Irgendwie erinnert Pike ja mich an Galactus, deswegen dachte ich mir, warum nicht? So, hoffentlich ist es richtig geschrieben, mir wurscht. So, Galactus das Pike ja. Achso, bist du denn mit dem Spitznamen zufrieden? Ja, bin ich. Dein Freund Ponky hat mir erzählt, was am See passiert ist. Du sollst sehr gut gekämpft haben dafür, dass es dein erster Kampf war. Was soll ich denn sagen? Naturtalent, Asian halt, ne? Könnte auch daran liegen, dass ich ein legendäres Pokémon habe, aber ich würde sagen, das macht nur 20% des Erfolges aus. Ich kann erkennen, dass das Band zwischen dir und dem Pokémon wachsen wird. Und darum vertraue ich dir das Pike an. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu dem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh, ich kann das gar nicht aussprechen. Hä? Was hätte Lucia mir sonst angetan? Heilige Scheiße, jetzt habe ich mehr Angst vor ihr als vor dem Professor. What the fuck? Das klingt wie eine Drohung. Wichtige Musik fängt an zu spielen. Das heißt, das ist jetzt wichtig. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Mein Name ist Iber, ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Ja, okay, warum nicht? Gut geantwortet. Ich habe den Pokédex erhalten. Juhu! Dieses Gerät namens Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, auf die du triffst. Asian Gaming Dude, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt. Hast du dich so gefühlt oder ist das jetzt einfach ein sehr großer Themensprung? Wie hast du dich gefühlt auf der Route 201? Ich bin bereits 60 Jahre alt. Und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass unzählige Nervenkitzel auf dich warten. Und nun geh. Verpiss dich. Asian Gaming Dude, dein großes Abenteuer beginnt. Yay. Mein erstes Pokémon war Panflam. Ja, ich würde mal sagen, shit happens, ne? Da habe ich die besseren Karten gezogen. Hättest du dich am See für Panflam entschieden, hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Ja, aber ich habe ein viel besseres, also haha. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Ich bin übrigens Lucia. Ich helfe dem Professor bei der Erstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, sind uns also ähnlich. Ich bin dir nur ein paar Schritte voraus, das ist alles. Ich freue mich schon, dir das ein oder andere zu erklären. Es freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Asian Gaming Dude. Und dann geht sie. Bleiben keine meiner Bekanntschaften irgendwie länger als 2 Minuten bei mir oder was ist so? Stink ich zu sehr? Ich riech doch nicht mehr so sehr wie Frühlingsrolle, oder? Wie nach Frühlingsrolle. Das haben früher die Mädels in meiner Klasse wirklich gesagt. Die haben gesagt, von wegen ich riech nach Frühlingsrolle. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment war oder ob die einfach nur Heißhunger hatten und mich eventuell auch gegessen hätten statt der Frühlingsrolle, aber okay. Das war das Kompliment, was ich damals vom Mädchen bekommen habe in der Schule. Hä? Könnt ihr das toppen? Guys, ich glaube nicht. Hä, was jetzt los? Du hast noch was weiteres zu sagen, Lucia? Also gut, Asian Gaming Dude, ich bin nun dein Mentor. Ich habe ein bisschen mehr Erfahrung als Trainerin als du, da ich ja auch die Assistentin des Professors bin. Dann komm mal mit. Okay, zeigst du mir jetzt alle möglichen Sachen hier. Dieses Gebäude mit dem roten... Tutorial. Keiner mag Tutorials. Das rote Ding, Pokémon Center, blaues Ding, Supermarkt, Ende. Ende! Oh, fast hätte ich es vergessen, Asian Gaming Dude. Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Professor Iber bei der Erstellung des Pokédex hilfst? Du wirst weit reisen, daher solltest du ihnen Bescheid sagen, finde ich. Aber bevor du das tust, heile zuerst dein Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer. Aber jetzt muss ich los, mach's gut. Warum könnt ihr wirklich nicht länger als 1 Minute bei mir bleiben? Keine Ahnung. Na gut, dann machen wir halt das, was sie gesagt hat. Gehen wir ins Pokémon Center, heilen kurz unser Palkia und dann gehen wir kurz zur Mama zurück und werden ihr kurz sagen, dass wir jetzt Pokémon Trainer sind. Wir sind nämlich 10 Jahre alt und damit bereit für all die Schwierigkeiten und Risiken des Erwachsenenlebens. So, da bin ich wieder, Mama. Hallo, ich habe Neuigkeiten für dich. Willkommen zu Hause, Asian Gaming Dude. Geht es dir und dem Pokémon gut? Ruh dich doch etwas aus. Okay. Danke, Mama. Oh, Asian Gaming Dude. Wow, Professor Iber hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh, Schatz, viel Glück, ich stehe hinter dir. Oh, richtig, Asian Gaming Dude, ich habe etwas für dich.
Ich habe ein Tagebuch erhalten. Yay, jetzt kann ich endlich meine Emotionen und meine tiefsten Ängste niederschreiben. Ja! Das ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt und getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Und es geht sogar weiter als in die nächste Stadt. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein, du hast Pokémon dabei. Ich wäre so gern an deiner Stelle. Ich mache nur Spaß, Schatz, wirklich, Asian Gaming Dude. Ich bleibe hier und du gehst und genießt dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Nicht wirklich, aber ich muss das sagen, weil ich deine Mutter bin. Aber komm ab und zu nach Hause, denn ich würde gern all die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Hallo? Kennen Sie das Konzept von Klopfen, Mrs. Ponky? Tut mir leid, aber ist mein kleiner Ponky hier? Nein, ist er nicht. Außerdem können Sie das nächste Mal klopfen, bitte. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos, wie sein Vater. Dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen, Asian Gaming Dude wird ihm das bringen. Das machst du doch nicht, wahr, Asian Gaming Dude? Das ist eine der schlimmsten Fragen, die Eltern einen stellen können. Einfach weil, was sollst du denn darauf sagen? Du musst ja sagen, oder? Du kannst ja nicht nein sagen, weil dann denken sowohl deine Eltern als auch die Mutter von deinem besten Freund, dass du ein Arschloch bist. Also, Mama, ganz freiwillig, ja, natürlich mache ich das gerne doch. Oh wirklich, das würdest du für mich tun? Asian Gaming Dude, dann bring dies bitte Ponky. Ich erhalte ein Paket, was hat er sich denn jetzt schon wieder von Amazon bestellt? Mach's gut, Asian Gaming Dude, genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Alter, ist das schnell. Der hat jetzt schon mehr erlebt als alle Einwohner dieses Dorfes. Bitte bring das meinem Ponky. Okay, mache ich. Hast du noch was zum Besagen, Mama? Mach's gut, Asian Gaming Dude, und komm mich ab und zu mal besuchen. Ja, ich komm dann. Ich komm dann, sobald ich die vor allem fliegen gelernt habe, damit ich hier leichter zurückkomme, weil sonst ist es zu nervig. So, dann würde ich mal sagen, ist das eine relativ ordentliche Zeit für die erste Folge. In der nächsten Folge werden wir dann höchstwahrscheinlich unsere ersten Pokémon fangen, die wir fürs Team nutzen werden. Ich würde mal sagen, falls euch dieses Projekt und diese Folge gefallen hat, dann lasst dem Video doch gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt auch gerne eure Meinungen und andere Sachen in den Kommentaren posten. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Pokémon Diamant Randomizer. Ciao, Leute!